Liebe Freunde, was geht ab? M-Stars am Start. Ich weiß, eigentlich sollte jetzt hier ein Wolfenstein-Video sein. So war eigentlich der Plan, dass jeden Tag eine neue Folge rauskommt. Allerdings ist beim Recorden irgendwie fliegt momentan die Scheiße durch die Luft. Und deswegen zocken wir jetzt einfach Quake 2, RTX, selbstverständlich. Und ich werde dazu ein bisschen erzählen, was passiert ist. Let's go. Für die, die es noch nicht kennen, ist ein sehr altes Game. Ja, also ihr wisst ja, mittlerweile momentan spiele ich ja mit dem lieben Trisk19. Wolfenstein Youngblood. Allerdings hat das nicht so gut geklappt. Beziehungsweise es klappt immer für ein paar Minuten und dann auf einmal ist die Kacke am Dampfen. Ich weiß noch nicht wieso, der gesamte Sound schmiert ab und mein Mikro ist irgendwie nicht mehr, ne, wir kennen das Problem ja schon aus dem Livestream, da ist das auch schon mal das eine und das andere Mal passiert, aber nie so heftig. Moment, ich muss mal ein bisschen... So. Bisschen Sound runterstellen. Für euch zumindest. Es ist halt bisher immer nie so krass abgekackt wie das, was jetzt passiert war. Geht einfach Mikro aus und ich bin halt nicht mehr zu hören. So, wir können ja nicht mehr reden. Ist ja Koop-Game, also man muss halt auch miteinander reden. Ist halt auch der Sinn und Zweck dieser ganzen... dieses ganzen Formats, in Anführungszeichen Format, dass ich mit ihm zusammen zocke. Und irgendwie, ja, schmiert halt der Rechner dabei ab. Man hat keine Ahnung wieso. Ich find's nicht raus. Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Ich nehme auch jetzt mit demselben Programm auf, mit demselben Setup. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt nicht Wolfenstein spiele, sondern Quake. Und wir nicht über Discord reden. Ich habe keine Ahnung, ob das damit irgendwo hier zusammenhängt. Ich kann es mir selber überhaupt nicht erklären. I found a secret. Cool. Das ist ein bisschen ärgerlich, auch weil halt ich setze dafür Zeit ein und Trisk benutzt dafür auch seine Freizeit. Und wir haben echt auch lange gezockt an den Parts und es wurde einfach gar kein Sound aufgenommen. Nur meine Sprache und dann irgendwann war die halt auch komplett weg. Mega wack halt. Das ist schon sehr ärgerlich. Wir müssen im Prinzip alles nochmal neu machen, was wir bisher jetzt gespielt haben. Wobei wir das auch nicht unbedingt machen müssen, weil wir haben uns da in einer Gegend verfangen gehabt, wo wir nicht weitergekommen sind, weil es einfach zu schwer war und mussten dann eh zurück. Naja. Aber hier liegt doch bestimmt irgendwas hinter. Nee. Ah, das macht mich echt nervös. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ob die Grafikkarte einfach dann doch irgendwann kapituliert mit den Auflösungseinstellungen und keine Ahnung was und dann fuckt der ganze PC rum. Wobei das jetzt hier auch RTX ist. Und der auch gut zu tun hat gerade. Obwohl das halt gar nicht danach aussieht, ja. Aber es sind wirklich die Lichteffekte. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie das Game ohne RTX aussehen würde. Wir sehen hier schön die Light Rays, die hier reinfallen. Und jetzt stelle ich es mal kurz um.
So, so sieht's eigentlich aus. Also absolut platt, flat. Es läuft natürlich ein bisschen besser und smoother. Ich hätte jetzt auch Millionen von FPS. Ich habe die aber halt auf 60 begrenzt gerade. Aber es sieht halt einfach nicht nice aus. So, deswegen hauen wir wieder RTX rein. So, da sind wir wieder. Sieht schon viel nicer aus. Ja, das ist halt so dieses typische Scheißproblem, wenn man einfach irgendwelche verrückten... Computerprobleme hat, die aus dem Nichts entstehen, scheinbar. Reproduzierbar ist es auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass uns das, dass mir das passiert ist. Ne, der Triss kann ja im Prinzip nichts dafür. Das ist halt mega ärgerlich, ey. Ich habe auch gar keinen Plan, was das sein könnte. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, damit es wieder läuft. Naja. Tja, und als Lückenfüller werden wir jetzt einfach mal Quake 2 hier reinspielen. Einfach auch, weil es eins der wenigen Games ist, die RTX haben. Das Game ist, glaube ich, von 1995. Unglaublich, oder? Verrecke doch. Ich hab's auch noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja irgendwann mal Doom 1 und 2 gespielt. Gibt's noch einen anderen Let's Play-Channel von mir, der ist uralt. Da habe ich damit angefangen, die Reihe von Doom zu spielen. Ich wollte eigentlich irgendwann nochmal Doom 3 spielen, aber ganz ehrlich, Alter, das ist mir... Da habe ich gerade keinen Bock drauf, das ist mir gerade zu gruselig, zu scary, zu viel Jumpscares. Doch. Warum ich die alle immer zweimal anschießen muss. Mal auch hier, das ist halt RTX, Leute, ne? Schaut euch das Wasser an, wie schön die tatsächliche Spielwelt reflektiert wird. Das ist kein Bild, was hier drauf ist. Das ist wirklich, wenn ich jetzt irgendwo eine Granate hinwerfen würde. Am besten nach oben irgendwie. Oh, 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 oh. Man hat es auch. Ja, ich könnte das einfach aus hier. Sollte man eigentlich den Feuerball auch auf der Oberfläche sehen, ja. Das ist Live-Rendering sozusagen. Ich find's mega geil. Liebe den Shit. Hat mich auch einiges an Geld gekostet, das zu bekommen. Aber naja, alles für euch, Leute. Alles, um mehr Qualität bieten zu können. Und ich guck's mir natürlich auch sehr gerne an.
Hier hatte ich zum Beispiel auch, ich wollte es letztens streamen und dann ging das nicht. Ich musste echt bei dem Spiel V-Sync anmachen. Digga, ich weiß nicht, wo wir hier hinfliegen. Wir haben halt auch keinen... Ach doch, wir haben sowas wie Taschenlampen. Sieh an. Guckt euch mal das an, das Lightning hier unten. Und jetzt auch nach oben. Wie es strahlt. Das ist wunderschön. Und hier auch die Reflexion von unten nach oben. Vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber... Mein Gott! Bleib doch mal da oben, ey. Okay. So, jetzt holen wir uns noch Quad Damage hier. Oh, das war eine harte Explosion. Ja. Kurz zur Story vielleicht. Wir sind hier Space Marine. Irgendwie ist die Kacke ordentlich am Dampfen. Warum kann ich gar nicht genau sagen? Oh, der sieht gefährlich aus, Digga. Den muss ich auch ewig und 3 Tage anschießen, Alter. Schon da los? Weiß nicht, ob wir schon noch runtergehen sollen. Gut, dass sie nicht schießen können. Joa. Aber ansonsten, wir geben uns, also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass wir irgendwie doch noch zum Ergebnis kommen mit Youngblood, weil ich würde schon gerne mit Trisk weiterspielen. Das macht echt Spaß. Ist witzig. Und bringt auch mal ein bisschen frischen Wind auf den Channel. Oh shit. Oh shit. Nein. Ah, da war doch so ein blödes Medipack. Ach Gott. Naja. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass wir das schnellstmöglich irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Fehler sein soll. Gar keine Idee. Wie lange lebt er denn, Junge?
macht mich auch wirklich echt fertig. Ich hätte heute so gerne für euch Wolfenstein am Start gehabt, aber es. Ich hab einfach versagt. Und ich weiß nicht wieso. Digga, lass mich doch da hochspringen. Das ging doch gerade auch. Das ist übrigens die Engine, aus der Counter-Strike und Half-Life und so entstanden sind. Quake Engine. Auch Call of Duty benutzt die gleiche Engine. Bisschen modifiziert, aber bis heute noch. Das Game hat den Grundstein gelegt. Das ist also auch ein bisschen Historie hier. Grundstein für fast alle modernen Ego-Shooter. Ein paar haben versucht, ihre eigenen Engines zu bauen, aber die sind alle nicht so enjoyable, sag ich mal. So, wir haben jetzt Quad Damage aktiviert. Das heißt, wir machen jetzt viermal so viel Schaden. So, zumindest bis jetzt so. Ups, da war ein bisschen weit nach unten. So, ich wollte eigentlich noch die... Ach, guck mal, hier waren ja noch mehr. Munitionskisten für... Das Ding hier. So. Sterb doch mal. Kann's doch wohl nie sein hier. Okay, das war das ganze Level, würde ich sagen, Leute. Was passiert jetzt hier noch? Wir können uns noch HP holen. Ja, und dann aktivieren wir mal das hier noch. Hier ist die blaue Schlüsselkarte. Ach shit, jetzt hätten wir uns ja noch das Ding da holen können. Ach. Fliegende was auch immer. Drohnen oder so. Jetzt nochmal. Environment Suit. Suit. Okay, ich weiß aber nicht, warum wir das jetzt machen konnten. Komisch, von hier sieht's aus, als würde er grün blinken, ne? Vielleicht hätte ich erst in die Tür reingehen sollen. Naja, okay Leute,
wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ich weiß nicht, wann es das nächste Mal eine Folge hier von Quake geben wird. Wir werden es auf jeden Fall durchspielen im Laufe der Zeit. Aber verlasst euch bitte nicht drauf, dass das morgen sein wird. Vielleicht aber schon. Bleibt abzuwarten. Das ist quasi ein Lückenfüller im Endeffekt. Aber es ist auch nur eine Testversion. Wenn es euch gefällt, I don't know, vielleicht zocken wir es auch dann mal die Komplettversion. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mit RTX. Und das ist halt ein Problem. Ich möchte eigentlich nur das RTX ein bisschen vorführen hier. Ihr seht es ja. Wunderschön. Und ja. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu stinkig. Und wenn, dann ist das auch okay. Ich bemühe mich, eine Lösung zu finden für Wolfenstein. Und das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt dran. Es wird spannend. Wie immer. Ciao, euer Imstarz.